Wir schreiben das Jahr 992 im lunaren Zeitalter. Der Spätsommer zeigt sich von seiner schönsten Seite. Euer Abenteuer beginnt, wo euer letztes geendet hat. Ihr wart gemeinsam unterwegs, um einen zwergischen Händler nach Eisenbran zu eskortieren. Eine der Handelsmetropolen der Gegend, reich durch viele Minendörfer in einem der größten Gebirge. Die Räuberbanden, die ihr unterwegs getroffen habt, die konnten euch wenig entgegensetzen und euer Dienstherr war sehr zufrieden mit euch und hat euch einen kleinen Bonus ausgezahlt, als sich eure Wege getrennt haben. Jetzt befindet ihr euch im Zwergenviertel, welches einst die Mine von Eisenbran war. Seit die nichts mehr hergibt, bieten die Stollen den Exilanten aus Furgand ein kleines Stück Heimat. Ihr seht, jedes Gebäude, das in den Fels gehauen wurde, hat reich verzierte Türzargen, in die die Stammbäume der Bewohner gemeißelt wurden. Der schönste Anblick ist Furbroms Tempel, der durch die Schächte im Stein von der Abendsonne angestrahlt wird. Und wenn ihr euch umguckt, ja, die Stollen, die waren prall gefüllt. Das Gedränge war euch irgendwann dann doch zu viel und so habt ihr euch alle an einen Tisch in Ferdums Wisserei gesetzt. Ja, der letzte Auftrag ist ja richtig gut gelaufen. Über den Bonus bin ich doch recht dankbar, muss ich sagen. Ich meine, für deine solche doch recht ruhige Reise war die Bezahlung ansprechend. Bin sehr gespannt, ob wir hier einen neuen Auftrag finden. Hat mir schon gut gefallen, was ihr da geleistet habt. Darauf kann man aufbauen. Ja, Gott sei Dank kann ich meine gefräßige Janja mittlerweile gut füttern. Ja, für diejenigen, die jetzt direkt eingetaucht sind, ihr kennt euch jetzt schon in dem Zeit, aber auch dem seid ihr, glaube ich, alle noch nicht miteinander bekannt. Also kommen wir nicht um die Beschreibungsrunde rum. Wer möchte anfangen von oben nach unten? Dann fange ich an. Ja, Vaak Gairas, ein Mann, mehr Tier als Mensch möchte man meinen, aber das ist bei einem Vaak ja auch so üblich. Unglaublich stark, ist so derjenige, der sich als erstes in die Schlacht reinwirft. Nicht unbedingt, um Schaden zu machen, sondern vielmehr, um seine Freunde zu verteidigen oder seine ja, Begleiter, die an seiner Seite streiten. Ja, er ist nicht so sehr behaart, sondern er erinnert vielmehr an eine Hyäne. Ja, Nasauk ist ein Waag mit hellbraunem Fell, sehr wild gekleidet, aus der fernen Sumarka zu euch gestoßen, hat euch vielleicht beim letzten Auftrag mit dem einen oder anderen Wild versorgt. An seiner Seite ist immer die Hyäne Janja zu sehen, weibliches Exemplar, großer, breiter Kopf. Und ansonsten ist er ein sehr ruhiger Typ und spricht nicht so viel. Die gute Rala scheint eher ja etwas fernab aufgewachsen zu sein. Ihr Ton ist oft ziemlich rau und ja auch ihr Körperbau ist eher nicht so weiblich wie vielleicht der von anderen weiblichen Wagen, sondern ist eher breiter und etwas maskuliner. Stets begleitet von ihrem hübschen Bogen, den sie über den Rücken trägt und einer Bärin, die sie anscheinend ja Bari genannt hat. Und die beiden, ja, scheinen ein ziemlich gutes Team zu sein. Und sie scheint aber nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte zu sein, wenn man das so sagen kann. Zwischen den drei Wagen, wenn ich es richtig verstehe, wirkt der gute Jamir noch sehr viel kleiner und schmaler, als er sowieso schon ist. Wie gesagt, er wirkt noch sehr viel kleiner und schmaler, als er sowieso schon ist. Seine Kleidung war wohl ehemals ansprechend,
wenn man denn auf den nördlichen Stil steht, aber hat durch die Reise natürlich sehr gelitten. Ja, sie sitzt jetzt gerade in der Taverne, dündelt gerade an einem Pfeifchen rum mit der Kerze, die er vom Tisch geklaut hat, aber so richtig will das noch nicht zünden. Ja, die Kneipe, schönes Stichwort. Ihr seid neu in Eisenbrann, hattet euch erkundigt, Ferdums Gießerei, aber wie viel habt ihr rausgefunden? Das verrät euch einer Straßenkunde gegen die 15. Also, ich war selber noch nie hier. Wie sieht es mit euch aus, Gefährten? Hier gewesen bin ich natürlich nicht, aber ich habe noch das ein oder andere gelesen, gehört. Ihr wisst schon, was man so aufschnappt, wenn man Langeweile hat und sich viel mit Leuten unterhält. Nun, wenn ich es vermeiden kann, halte ich mich nicht in Städten auf. Hier war ich noch nie. Das ist lustig. Hier sind viele Leute. Rala? Und Yamir wissen, dass Ferdums Gießerei ihren Namen einer Deckenkonstruktion verdankt, mit deren Hilfe besonders sitzfeste Säufer zum Ladenschluss ausgeduscht werden. Und ja, Yamir, du siehst auch den Hebel, den großen, hinter der Theke, mit dem Ferdum, der Wirt, jederzeit es regnen lassen kann. Die Taverne ist relativ voll. Ihr habt hier vor allem Arbeiterhändler, aber auch sehr viel Söldnervolk. Der Wirt und die Mägde haben ziemlich gut zu tun. Am Rand sitzt eine Zwergin auf der Bühne, spielt die Laute, singt das Lied vom Rattling der Schmiede. Die Stimmung ist feuchtfröhlich. Es duftet gerade nach Speck und Thymian, als ein Tablett an euch vorbeizieht und am Nachbartisch das Abendessen serviert wird. Pilzpfanne mit frischem Brot und Biersoße. Entschuldigung, gibt's hier auch was mit Fleisch? Ja, der Herr, gerne der Herr. Ein Topf mit Fleisch oder möchten Sie vom Braten? Den Braten in die Suppe tunken und dann nehme ich beides. Ich habe einen fetten Bonus bekommen. Einmal Eintopf, einmal Braten, kommt sofort, guckt in die Runde zu. Ne? Gibst aber du mir auch was ab? Ich guck mal rüber zu Mark. Du hast doch dein eigenes Geld bekommen. Stimmt. Ich nehme das gleiche. Jawohl, die Dame. Da, so ein schönes Stückchen Braten wäre natürlich wirklich nicht verkehrt, aber für mich vielleicht. Er muss dann auch mal kurz seine beiden Kumpanen. Etwas kleinere Portion als die. Ich esse deinen Rest auf. Oder das kein Problem. Ich nehme zwei. Ja, und für die Begleiter ein Schälchen Nippes und Kutteln für jeden? Guck mal eine Bärin an, ob sie das gut findet. Dein Bär ist auch klüger als du, oder? So manchmal habe ich das Gefühl. Sie ist schon ziemlich klug. Ich häschle den Kopf. Hast du es nicht mehr verstanden, oder? Dich an und lächel dich an. Ja, so mag ich das gern. Man fragt sich doch manchmal, wer hier wem nachläuft. Also, ich war wie gesagt noch nie hier und du guter Yamir auch noch nicht. Wie sieht's mit den anderen aus? Hat ihr schon einen Eisenbrand? Ja. Ich noch nicht. Wie ich bereits sagte, ich war noch nicht hier, aber ich habe tatsächlich mit mehr als einer Person geredet, die in genau dieser Taverne mächtig nass geworden sind. Seht ihr den großen Hebel da hinten? Wenn da dran gezogen wird, solltet gerade ihr Bepelzten euch vielleicht in Deckung bewegen. Die Zwerge sind ja auch recht behaart, aber anders als wir. Warum sollte irgendjemand auf eine Idee kommen und diese Taverne fluten? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ist nicht zum Fluten. Das ist zum Saubermachen. Ja, von ungebetenen Gästen. Genau. Na, wenn ich hier mal ein Revier markiere, dann soll das doch nicht weggewaschen werden. Hört mal, auf der Reise mag das ja noch zu ertragen gewesen sein, aber bitte lasst davon hier in der Stadt ein wenig Abstand.
Es gibt schon genug Anwohner, die ihre Reviere hier markieren. Schauen wir mal die Zwerge an, die hier um uns herum sitzen. Ja, du siehst ziemlich betrunkene Söldnervolk am Nachbartisch. Einer lässt schon so ein bisschen den Kopf auf seinem Bierkrug sinken. Und ja, wenn du sonst so dich umguckst, die Zwerge, doch alles auch eher so ein wildes Volk. Auch der typisch erdige Geruch von Zwergen liegt so ein bisschen in der Luft. Ja, man hält seine riesigen Nüstern in die Taverne und schnuppert mal. Unverbraucht. Und das liegt nicht am Wasser in der Luft. Riecht nicht immer nach Schimmel. Kannst du das nur riechen? Das stinkt. In der Natur riecht es besser. Bäume da. Und die Felsen. Ah, ich vermisse das. Ich muss ihr zustimmen. Es ist nicht unbedingt der angenehme Geruch einer Herbstweide. Ach, was weißt du schon mit deiner kleinen Menschennase? Ich stups dir mal mit der großen Pranke so puff, auf die Nase. Ja, hör doch mal, das kann nun mal nicht jeder mit so einem Zinken wie ihr alle gesegnet sein. Wie Zinken? Was nennt ihr Zinken? Ey, ich genau, habe, glaube ich, da hinten den Bierausschank gesehen. Ich werde uns mal welches besorgen. Na, ich sag euch, es ist keine Freude, wenn man mit so einer Nase gesegnet ist und dann nur noch Wüste vor sich hat. Oben bei uns beim Wächterbund, da gibt es eben wenig, was man beschnuppern kann. Ich haste mal los und sehe zu, dass ich irgendwie vier Bierkrüge an den Tresen bekomme. Ja, so vier Bierkrüge sind definitiv schon auf dem Tisch. Der Service ist hier mit Zwergenbier sehr schnell. Also gehen wir mal davon aus, dass die schon vor dem Essen da waren. Und dann gehe ich und hole nochmal vier. Du bestellst nach. Ich rieche, dass der Mensch sich auch gleich einpisst. Feiges Stück. Jetzt eine vergorene Milch aus meiner Heimat. Was würde ich dafür geben? Eine vergorene Milch? Wo kommst du her? Aus dem tiefen Süden der Wüste, Surmaka. Und da trinkt man vergorene Milch? Richtig. Habe ich eher weniger von zum Norden. Was trinkt ihr am liebsten? Vogelhirn ist lecker. Kennst du Vogelhirn? Wird man davon satt? Kommt auf den Vogel an. Aber wenn man genug fängt, ist halt nicht zum satt werden, sondern weil es gut schmeckt. Nun, wo ich herkomme, muss man sich mit dem begnügen, was die karge Natur einem gibt. Da kann man nicht so wählerisch sein. Nun, es ist immer eine Frage der Mittel, nicht wahr? Du da siehst bist du wieder. Ja, ich habe euch doch direkt einmal noch welchen Nachschub besorgt. Jamia. Guter Mann, guter Mann. Ja. Dir ist aufgefallen, als du Nachschub besorgt hast, dass da so ein fetter Zwerg sich von Tisch zu Tisch schiebt und die Söldner anspricht. Meistens ist sein Aufenthalt am Tisch kurz, er wird mit ablehnenden Gesten oder einem gehässigen Lachen weitergeschickt. Wenn ich auf dem Rückweg bin, möchte ich mal ganz unauffällig aus dem Augenwinkel gucken, ob der da mit der anderen Hand Diebereien betreibt. Guckst du? Ja. Fällt dir nichts auf. Gut. In diesem Fall, ja. Ab und an schaue ich mal nach, ob der in unsere Richtung kommt, aber ich mache mir jetzt keine Sorgen. Ja, der guckt dann auch in eure Richtung und steuert euren Tisch an. Ich glaube, der kommt hier rüber. Ey, du! Dicker! Dicker! Komm mal her! Um Himmels Willen, Frau Wolf, wie auch immer. Er ist doch dick. Das musst du ihr immer hin. Das kann man doch auch dicker sagen. Das müsst ihr ihm aber nicht sagen. Warum nicht? Es ist doch die Wahrheit. Aber es ist unhöflich. Wie unhöflich? Verstehe ich nicht. Oh, was können wir für dich tun? Ja, dick ist nicht unhöflich. Dick ist einfach nur treffend. Ihr seht vor euch einen Zwerg von ungefähr 45 Sommern. Große Nase, knollig,
hat einen rotbraunen Bart mit geflochtenen Zöpfen, ein Hemd aus dickem Stoff und einen wirklich beeindruckenden Umfang. Der Zwerg ist dick, rund wie ein Fass, trifft es besser. Ehrenwerte Reisende, darf ich einen Moment eurer Zeit haben? Ah, ihr habt ja noch volle Krüge. Ferdum, noch eine Runde auf die Herrschaften. Vielen Dank. Oh, Eisenbrand, Schmiedegeselle. Setzt euch doch erst einmal. Und hier, ich schiebe Ihnen schon mal meinen Krug rüber, während der Nachschub dann gleich geliefert wird. Ja, oh, danke. Ihr seht aus, als könnt ihr einen vertragen. Ja, ich habe mir den Hals schon rund geredet. Ja, in der Tat. Nimmt einen tiefen Schluck des Bier, das läuft ihm dann den geflochtenen Bart herunter und verliert sich auf dem Hemd. Was hat euch dazu genötigt, so viele Worte zu verlieren? Oh, ja, ich bin auf der Suche nach tapferen Seelen, die mich auf eine Expedition in die Vogelberge begleiten, aber die Söldner hier, die haben alle kein Interesse, nichts als Spott und Ton haben die für mich übrig. Nur das muss doch einen Grund haben, sprecht. Ja, als du ihn aufforderst, kommt die Magd mit 4 neuen Krügen, naja, 5, stellt die vor euch ab, der Schaum quillt über den Rand und gesellt sich zu den Pfützen auf Tischen und Boden. Bodo drückt der Magd ein paar Kupfer in die Hand, wusst euch zu. Ja, gut, Prost erstmal, wie ich schon sagte, mein Name ist Bodo Eisenbrand, mit wem habe ich es zu tun? Ein paar wackere Helden, gerade erst angekommen. Das heißt, wir sind wieder frei für neue Aufträge. Nur kurz ankommt, gleich zur Sache. Keine Zeit mit Höflichkeiten verschwenden. Gut, gut, so wird das Tagewerk erledigt. Ich bin Gairas und der Anführer dieser Bande. Was unser werter Führer noch meinte ist, wir möchten natürlich erst einmal von euch hören, warum ihr denn überhaupt auf diese Expedition aufbrechen wollt. Und wie kommt es überhaupt dazu? Und was verschlägt euch denn hier nach... in diese Schenke gerade. Fangen wir noch vorne vielleicht an. Vorne, ja, gut. Also vor 2 Monaten ist meine Großmutter von uns gegangen, Gerda Eisenbrand. Sie war ja in der ganzen Stadt bekannt, eine von Kaschrock gesegnete Schmiedin, aber schon alt, und als ihre Kraft den Hammer zu führen dahinschwand, widmete sie sich der Lehre und der Forschung, und in Omas Nachlass habe ich diese Aufzeichnung gefunden. Und Bodo holt aus seinem Wams eine Lederklatte, die er aufschlägt und vor euch auf den Tisch legt. Kann irgendjemand Furato lesen? Oh, nee. Ja, ich kann nicht lesen, was... Lies vor, was hier geschrieben steht. Verzeiht, natürlich, natürlich. Mein lieber Bodo, ich vermache dir mit diesem Buch nicht nur meine Erfahrung als Handwerkerin, sondern den Weg zu Ruhm und Wohlstand. Halte deine Esse warm und vergiss niemals, was du in anderen entzünden willst, muss erst in dir brennen. Na, hier, schaut euch das mal an. Ja, er zeigt die Kladde, wo ein paar Zeichnungen aufgeschlagen sind. Ihr versteht alle nicht so viel von Handwerk, aber Oma Eisenbrand konnte gut zeichnen, und die Konstruktionen und Rüstungen, die sie da abbildet, ja, das sieht interessant aus. Dann gibt es da noch ein paar Karten, eine ganze Menge Karten und sehr viel Text, den ihr nicht lesen könnt. Ja, okay, du hast jetzt geerbt. Dafür brauchst du Abenteurer? Richtig. Ich brauche Abenteurer, die mich in die Vogelberge begleiten. Du musst wissen, Oma war einer Legende der Schmiedezunft auf der Spur. Ein Geheimnis, das meinem Volk im Chaos um den Fall der Drachlinge
verloren. Den Herstellungsprozess für Zwergenseide. Wow. Ist das wirkliche Seide oder ist das einer von euren Namen für eine besondere Art Metall, die in Wahrheit gar nicht seidenseidig ist, aber ihr nennt sie trotzdem so? Vielleicht habt ihr selbst schon mal von Zwergenseide gehört. Eine Geschichte und Notenprobe gegen die 10, sagt euch mehr. Gegen die 10? Gegen die 10. Bleibe bei meiner Frage. Ja. Aber gucken wir erstmal, ob einer der Spieler die Antwort kennt. Also mir sagt es persönlich nichts. 2 EG. Das konnte auch keiner überbieten. Rala, kriege ich von dir einen Splitterpunkt, damit du 3 EG hast und die Probe besonders gut gelingt? Ja, warum nicht? Dann zieh dir bitte einen Splitterpunkt ab. Ja. Also alle die, die es geschafft haben, ja, Zwergenseide. Klar hat man das schon mal gehört, die Geschichtenerzähler lieben Zwergenseide. Besonders die Kettenhemden daraus. Das ist ein typischer dramaturgischer Griff. Wenn der Held einen tödlichen Streich kassiert, rettet ihn das unscheinbare Hemd davor, aufgespießt zu werden. Aber die gute Rala, die hat ja damals nicht wirklich viel Kinderstube gehabt, aber dieses eine Märchen, das wolltest du immer wieder hören, und zwar das Märchen von Frau Eisenwolle, und das decke ich euch dann mal auf. Jetzt ist die Frage, ob ihr das Map-Tool unter Bodo A sehen und B auch lesen könnt. Wenn ihr das anklickt, müsst ihr ein Fenster aufgehen. Rete und Tila, zwei Stiefschwestern. Exakt. Dann kann das ja Rala mal vorlesen. Die hat auch so eine schöne Vorlesestimme. Du kennst das Märchen. Würdest du finden, Entschuldigung, wo steht das? unter den Zwerg klicken. Das Bild. Ich sehe da nur ein weißes Blatt Papier. Einmal drauf, ja, drauf. Ah, okay. Zwergenseide. Rete und Tila, zwei Stiefschwestern, die nicht unterschiedlicher sein könnten, geraten in einen Schneesturm. Statt zu erfrieren, finden sich beide im sonnigen Garten einer baufälligen Hütte wieder. Hier lebt die Feefrau Eisenwolle. Tagsüber ruht sie in ihrem Schaukelstuhl. In der Nacht webt sie aus sprödem grauem Garn bunte Träume, die wie Seidentücher auf Lorakis niedersinken. Dort finden sie die braven und fleißigen Zwergenkinder. Beide Mädchen schließen mit der alten Dame einen Pakt. Für Brot und Bett müssen sie das Haus winterfest machen. Rete fügt sich, stopft das Dach, repariert die Fensterläden, hackt Holz und fällt jede Nacht übermüdet ins Bett. Tila ist ungeschickt und faul. Sie meidet die Arbeit und spioniert der Fee hinterher. Neidisch auf all die schönen Dinge, die an ihr vorbei durch die Nacht gleiten, versucht Tila einen Traum für sich selbst zu weben. Ein Traum, in dem sie eine Prinzessin ist und nie arbeiten muss. Ihr Machwerk kostet sie den Verstand. Die fleißige Rete erhält zum Abschied den gerechten Lohn. Frau Eisenwolle webt ihr einen Traum, aus dem Jahre später Inspiration wird. Rete atmet die Arbeit der Fee nach, ahmt die Arbeit der Fee nach und fertigt Kettenhemden so fein, dass sie sich wie Seide über den Körper legen. Aus Rete wird die bekannteste Schmiedemeisterin ihrer Zeit und sie lebt geschäftig und in Wohlstand bis ans Ende ihrer Tage. Ja, ich hätte es nicht besser vortragen können. Da sagt noch jemand, dass die Wagen ihre Zwergenmärchen nicht kennen. während Bodo anerkennt, nickt, hört ihr vom Nachbartisch einen Misston. Ein etwas alkoholschwangerer Gestank macht sich an eurem Tisch breit, als ein Söldner herüberkommt. Seine fetten Pranken auf Bodos Schultern legt,
und euch angrinst. Zwergenseide? Oh, guck mal, ein Bär. Willst du den Langnasen auch einen Bären aufbinden? Märchen und Hirngespinsten jagst du nach. Hört, hört, glaubt diesem Schwätzer bloß nicht, ihr verweichlichten Burschen, werdet euch in den Bergen nur den Hals brechen. Hast du gerade zuerst meinen Bären und dann mich beleidigt? Und wenn so wäre? Ich gucke einmal zu Vark rüber, guck ihn wieder an. Oh. Dann ist das nicht gut für dich. Du kannst ihn gerne schlagen, aber mach das draußen. Ich habe keine Lust, dass der Wirt sich hier den Hebel zieht. Aber juhu, ich darf. Ich spring auf. Frag ihn halt, ob er mit rauskommt. Höflich und so. Ja, ich versuche ihn zu greifen. Ja, du greifst dir den Söldner und es passiert, was passieren musste. Es kommt zum ersten Schubser und am Nachbartisch fällt ein Bierkrug um. Bodo guckt noch sehr verwundert, als von hinten eine Schale mit Eintopf trifft. Initiative bitte. Oh yeah. Sorry, Leute. Wo würfel ich die auf Marker? Ja, über Marker würfeln. Macht euch bitte von eurem Token eine Kopie und setzt diese Kopie auf die Tickleiste. Wieso sieht man meine Indie nicht? Ja. Gute Frage. Würfel vielleicht einfach nochmal. Ach so, ja, der SL, nur der SL kann einen Token mit dem gleichen Namen erstellen. Man sieht meine Indie nicht. Ich mache euch das mal. 5 gut oder schlecht? Je tiefer, desto besser. Ist es vielleicht nicht eingetragen oder so? Warum bin ich schwächlicher Mensch dann tief und ihr nicht? Bist du auf Marker gegangen? Eigentlich Marker setzen oder was? Nee, oben im Campaign. Marker und dann Initiative würfeln. Ja. Und dann auf OK. Und dann müsst ihr auch eigentlich automatisch würfeln. Ah, jetzt. Hm. Ich hatte nur unten bei Tokenverwaltung in die Würfel gedrückt. Wahrscheinlich war das ein Fehler. Genau. Und dann eben auf die Position setzen, die ihr würfelt habt. Wie gesagt, je kleiner, desto besser. Wir gehen von unten nach oben und je nachdem, wie hoch dann eure Waffengeschwindigkeit ist oder eure, der Faustschlag, zieht ihr euch dann so und so viele Ticks weiter.